Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Ralf Füchs, bin Vorstand der Böll-Stiftung und freue mich sehr über den großen Andrang. Das Thema hat es verdient. Das ist der Auftakt heute Abend für ein Fachgespräch, in dem wir morgen die Frage nach der Zukunft der Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union noch vertiefen wollen. Aber wir haben schon heute Abend ein sehr interessantes Podium, das ich Ihnen gleich vorstellen werde. Und ich hoffe auf einigen Erkenntnisgewinn in einer ausgesprochen komplizierten Lage. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, davon zu sprechen, dass die deutsche und die europäische Türkei-Politik in einem Dilemma steckt. Und das war auch der Hintergrund für den Titel dieser Abendveranstaltung, alter Rocksong, Not With and Not Without You. Und das gilt irgendwie auch für das deutsch-türkische Verhältnis. Wir können nicht ohne einander. Und gleichzeitig ist es gerade miteinander ausgesprochen schwierig. Seit dem gescheiterten Putsch und dem folgenden Gegenputsch der Regierung in der Türkei ist die Türkei eine andere Republik geworden. Ich meine, sie war schon vorher kein demokratisches Musterland. Wer kann das schon von sich sagen? Aber seitdem, jedenfalls aus unserer Wahrnehmung, befindet sich der türkische Staat auf dem Weg zu einem autoritären Regime, das knapp gewonnene Referendum über die Veränderung der Verfassung zu einer Präsidialherrschaft ist nur ein Mosaikstein in einem sehr viel komplexeren und breiteren Bild, das letztlich darauf abzielt, Gewaltenteilung außer Kraft zu setzen, Checks and Balances zu suspendieren und die Möglichkeit für einen legalen Machtwechsel immer stärker zu untergraben, also ein Machtmonopol zu errichten, das dann personifiziert wird von Erdogan. Gleichzeitig hat die Türkei einen außenpolitischen Schwenk vollzogen, die türkische Regierung einen außenpolitischen Schwenk vollzogen. Man sollte vorsichtig sein, von der Türkei zu sprechen, weil, wie wir wissen, die jetzige Regierung eben nicht die ganze Türkei und schon gar nicht die türkische Zivilgesellschaft repräsentiert. Aber die Regierung, die nun mal das Primat der Politik innehat, stellt nicht nur nach innen die Prinzipien der liberalen Demokratie in Frage, sondern sie stellt auch die bisherige Westorientierung der Türkei in Frage. Und man muss sich schon fragen, was es jetzt noch für einen Sinn macht, die Fiktion von Beitrittsverhandlungen aufrechtzuerhalten. Und was aus der türkischen NATO-Mitgliedschaft wird, in einer Situation, in der Erdogan zumindest eine alternative Option testet, nämlich ein engerer Schulterschluss mit Russland und dem Iran. Und gleichzeitig liegt ja auf der Hand, dass es in einem hohen Maße töricht und kontraproduktiv wäre, jetzt einfach die Brücken abzubrechen und eine Politik der Isolierung oder der Sanktionen gegenüber der Türkei zu machen. Sowohl mit Rücksicht auf die Teile der türkischen Zivilgesellschaft, die nach wie vor sich an Europa orientieren und die sagen, an den Vorstellungen einer europäischen liberalen Gesellschaft festhalten, und die wir nicht im Stich lassen können, aber auch aus strategischen Eigeninteressen.
Bundesrepublik und Europas, sollte man die Türkei, und das heißt auch die jetzige Regierung, nicht auch noch wegstoßen? Also wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Wie viel Konflikt, wie viel ist nötig, wie viel Kooperation ist möglich? Welche Mittel haben wir überhaupt noch als bundesrepublikanische und europäische Politik Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung der Türkei? Welche Anreize, aber auch welche Druckmittel? Und wie können wir die Kräfte in der Türkei weiter unterstützen, die in Richtung von Demokratie und politischer Freiheit gehen wollen oder zumindest das verteidigen wollen, was davon noch übrig ist in der Türkei? Von den Fragen der regionalen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten will ich jetzt erst gar nicht reden, wo klar ist, egal ob es um Syrien geht oder die Politik gegenüber dem Iran, dass man die Türkei nicht einfach ignorieren und außen vor lassen kann, sondern versuchen muss, sie irgendwie einzubeziehen. Also eine wirkliche politische Denksportaufgabe, vor der wir hier stehen. Und wir haben heute Abend Gäste eingeladen für den Auftakt dieser Diskussion, von denen wir uns einige Ideen, Vorschläge, Fingerzeige in dieser Richtung erhoffen. Drei davon kommen aus der Türkei, beziehungsweise sind ausgesprochene Türkei-Spezialisten. Ich beginne mit Nilgün Arıslan Eralp. Sie arbeitet für das Economic Policy Research, die Economic Policy Research Stiftung der Türkei, als, ich wechsle jetzt mal ins Englische, weil das CV im Englischen ist, als Director of the European Union Institute. Sie ist Expertin vor allem für Türkei-europäische Beziehungen, hat vielfach auch politische Institutionen beraten, hat auch innerhalb der türkischen Regierung gearbeitet. Ganz herzlich willkommen in Berlin. Gareth Jenkins ist ein Non-Resident Senior Fellow with the Joint Center Silk Road Studies Program. A writer and analyst based in Istanbul, in der Türkei, und einer der bekanntesten politischen Publizisten. Herzlich willkommen in Berlin. Stephen A. Cook kommt aus Washington, ist Senior Fellow for Middle East and Africa Studies am Council for Foreign Relations. Experte für den arabischen Raum und türkische Politik und umgekehrt für amerikanische Nahostpolitik. Auch er ist ein bekannter politischer Publizist und Kommentator zu politischen Ereignissen im Nahen und Mittleren Osten. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Stephen. Please. Und last not least natürlich Claudia Roth. Alle, die sich irgendwie mit der Türkei beschäftigen, kommen nicht an Claudia vorbei, und zwar seit vielen Jahren. Sie war ungezählte Male vor Ort, kennt die Türkei eben nicht nur aus einer distanzierten analytischen Perspektive, sondern hat sehr, sehr viele persönliche Verbindungen, Freundschaften, Netzwerke. Und ist auch nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen dabei, wenn es um die Türkei geht. Sie ist zurzeit, wissen Sie vermutlich, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Und wir freuen uns sehr, Claudia, dass du heute Abend hier bist. Applaus
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf eine Veranstaltung hinweisen unserer Stiftung in Brandenburg, der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg, ein Seminar Türkei nach dem Referendum, die Umstrukturierung des Staates und die Zukunft der Zivilgesellschaft am nächsten Samstag, also dem 6. Mai 2017 in Potsdam. Wer interessiert ist, kann das auf unserer Website noch genauer nachschlagen. Und ganz zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Veranstaltung vorbereitet haben. Unser Europareferat ist dieser Tage ziemlich beschäftigt. Nicht nur mit der Türkei, auch mit den Wahlen in Frankreich und den Verwerfungen in der Europäischen Union. Ganz zu schweigen von den transatlantischen Beziehungen. Besonders bedanken möchte ich mich bei Nina Locher, die den Löwenanteil der Vorbereitung für diese Veranstaltung hier gestemmt hat, und bei Christian Brakel, dem Direktor unseres Büros in Istanbul. Vielen Dank an euch. Wir beginnen jetzt ein bisschen so gegen die sonstigen Gepflogenheiten, nicht mit unseren Gästen, sondern mit Claudia Roth, weil sie in einer Stunde zu einer anderen Veranstaltung, zu einer anderen Verpflichtung muss. Das ließ sich nicht anders arrangieren. Wir sind froh, dass du trotzdem da bist. Also Claudia Roth wird jetzt mal beginnen mit einer Antwort auf die Fragen, die hier im Raum aufgeworfen sind. Was sind die Positionen der Grünen in diesem Spannungsfeld, das ich versucht habe zu skizzieren, und danach kommen unsere Gäste zu Wort und dann kommen wir hoffentlich in ein möglichst lebhaftes Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Ralf, vielen Dank, Sie alle, die und ihr alle, die heute gekommen seid, weil ich glaube, es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Die Veranstaltung übrigens, warum ich früher gehen muss, nennt sich Deutscher Bundestag. Und wir haben heute Nachtsitzung, und ich bin gefragt worden, ja, wozu musst du denn präsidieren? Sei mir gestattet zu sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich muss auf jeden Fall die Sitzung leiten und deswegen muss ich früher los. Aber heute hat auch in der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu Europa, zum Brexit, auch die Türkei eine Rolle gespielt, und Frau Merkel hat heute, ich glaube zu spät, aber heute auch kritischere Worte als in den ganzen vergangenen Monaten zu den Entwicklungen in der Türkei gefunden. Ein Satz, den Ralf gesagt hat, den finde ich den allerwichtigsten, und das, glaube ich, muss vor allem immer wieder auch betont werden in der öffentlichen Auseinandersetzung, dass es die Türkei nicht gibt und dass Erdogan nicht identisch ist mit der Türkei und dass die Türkei nicht Erdogan ist. Wir haben ganz lange schon nicht Verhältnisse bei den letzten Wahlen, auch nicht Verhältnisse gehabt wie in Russland. Putin ist ganz sicher ein großes Vorbild von Herrn Erdogan, aber so ist es eben nicht. Und trotz aller Repression, trotz aller Gewalt, die ja schon, ich würde mal sagen, vielleicht ist die Niederschlagung des zivilgesellschaftlichen Protests, der Zivilgesellschaft rund um den Gezi-Park, war, glaube ich, auch so ein Einschnitt. Trotz alledem, was jetzt nach dem sogenannten Putsch passiert ist und das dann die Folge war tatsächlich ein Putsch von oben. Trotz allen Verhaftungen, trotz der Tatsache, dass die Pressefreiheit hinter Gittern ist, dass die Opposition, die politische Opposition ja zum Großteil im Gefängnis ist, dass massiver Druck auf all die ausgeübt worden ist, die sich zum Nein bekannt haben oder die fürs Nein werben wollten. Trotz einem Medienzugang von Herrn Erdogan, zu etwa 90% gegenüber 10% denen, die gegen das Ja waren, das
das muss man sich mal vorstellen, 90% für das Ja und 10% für Nein, trotz Massenverhaftungen, trotz Gewalt und Krieg im eigenen Land, in den kurdischen Provinzen, trotz der Manipulation, der unverfrorenen, offenen Manipulation. Ich meine, viele von Ihnen haben wahrscheinlich die Bilder gesehen oder das Video gesehen, wo die Evet-Abstimmungen gestempelt werden, wo während der Abstimmung die Regeln geändert worden sind, wo Erdogan während der Abstimmung im Wahllokal vor allen Kameras nochmal gesagt hat, aber man muss mit Ja abstimmen. Trotz alledem, trotz aller Manipulation, trotz allem Druck, trotz aller Verfolgung kam das Ja auf 51,4%. Ich glaube, da sind viele Stimmen, wenn man es richtig ausgezählt hätte oder wenn der Zugang zur Wahl fair gewesen wäre, wäre es möglicherweise eben andersrum ausgegangen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, Priorität 1, Priorität 2, Priorität 3, diejenigen zu unterstützen, die für Demokratie, die für Rechtsstaat eintreten, die eine europäische Perspektive wollen, die mit viel, viel Mut auf die Straße gegangen sind und gehen und die massive Repressionen zu erdulden haben und die zu unterstützen. Und ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Auffassungen, die gibt es, glaube ich, auch im Europaparlament, zumindest hat der Vorsitzende der EVP, ein CSU-Politiker gesagt, also Referendum und alles, was passiert ist, geht gar nicht. Jetzt muss die Lebenslüge beendet werden. Das ist in der deutschen Politik, gibt es Positionen, die sagen, die Beitrittsperspektive, die übrigens seit 1963, ist ja nicht neu, das ist ja schon ziemlich alt, war eine Lebenslüge. Und jetzt endlich müsste man eigentlich alles abbrechen. Das sagt im Deutschen Bundestag auch die CSU, übrigens mit Stimmen, auch wesentlichen Stimmen von der Linken, die das auch sagt. Gleichzeitig hat Herr Weber von der EVP aus dem Europaparlament aber gesagt, Abbruch dieser Lebenslüge, also endgültiges Nein zu einer Perspektive der Türkei für die Europäische Union. Aber, hat er gesagt, wir haben natürlich wirtschaftliche Interessen und wir haben natürlich Interessen der Flüchtlingsabwehr. Ich halte das wirklich für zynisch, für eine rein interessensgeleitete Perspektive und nicht für den Versuch auszuloten, wie kann deutsche Politik, wie kann europäische Politik, Demokratie, Zivilgesellschaft in der Türkei unterstützen. Das sind sozusagen die zwei großen Unterschiede. Wir haben gesagt, wir wollen sehr, sehr deutlich machen, dass wir diesen Abbruch nicht wollen, wissend, dass die Beitrittsgespräche auf Eis liegen und dass, wenn sie wieder eröffnet werden sollten, das auch natürlich mit rechtsstaatlichen Forderungen zu verknüpfen ist. Wir wollen die Verhandlungen mit der Zollunion, die ja jetzt geplant sind oder schon angefangen haben, die Ausweitung der Zollunion, nicht jetzt eine so Business as usual, jetzt die Zollunion ausweiten, sondern sagen, es kann überhaupt nur passieren, wenn gleichzeitig es mit Anforderungen an rechtsstaatlichen, menschenrechtlichen Bedingungen verknüpft wird. Also wir wollen deutlich machen, eine rechtsstaatliche, eine demokratische Türkei hat ihren Platz. Selbstverständlich, wissend, dass die Vorstellung eines Beitritts mit Erdogan nicht vorstellbar ist und dass, wenn Erdogan das, was er ja angekündigt hat, auch am Abend des Referendums, wenn er tatsächlich in Richtung Todesstrafe gehen würde und die Todesstrafe eingeführt würde, dass dann wirklich der Schnitt wäre. Denn das ist in der Europäischen Union geht es nicht. So, jetzt haben wir aber gesagt, gleichzeitig hat deutsche Politik oder die europäische Politik, weil ich rede jetzt von deutscher Politik, müsste, glaube ich, viel, viel deutlicher Position beziehen. Sie war geprägt von sehr lautem Schweigen, denn der Entrechtungsprozess, die Repression, die Verhaftung von Journalisten und Journalistinnen, die
hat ja schon sehr lange stattgefunden, nicht erst mit Deniz Yücel, dem deutsch-türkischen Journalisten. Also bräuchten wir eine sehr viel deutlichere, eine sehr viel klarere Politik gegenüber Erdogan und seiner Regierung. Fängt an, allerspätestens wann, wenn nicht jetzt, nachdem vor 2 Tagen die türkische Luftwaffe Bombardements geflogen hat oder bombardiert hat, sowohl in Syrien als auch im Nordirak, wo es zu Toten kam, auch zu Toten Peschmerga, also kurdischen Kämpfern, die noch wenige Tage vorher von deutschen Außenminister Gabriel besucht worden sind und weiterer Unterstützung versichert worden sind. Ist schon ziemlich verrückt. Also wenn der NATO-Partner Türkei diejenigen angreift und bombardiert und auch Opfer verzeichnet, die gleichzeitig von der Bundesrepublik Deutschland, von US-Amerikanern, ja, von US-Amerika unterstützt wird. Also muss es ein Ende geben, ein klares Ende von Rüstungsexporten, Waffenlieferungen an die Türkei. Und da ist das Argument, die Türkei ist ein NATO-Partner, aber nicht ausreichend, denn unsere eigenen Rüstungsexportrichtlinien, würden wir sie ernst nehmen, würde heißen, dass keine Rüstungsexporte in Ländern geliefert werden dürfen, in denen die Menschenrechte verletzt werden, in denen mit diesen Rüstungsgütern Menschenrechte verletzt werden, in Krisenregionen, wo mit diesen Rüstungslieferungen auch die Gefahr besteht, dass dadurch die Krisen erweitert werden. Also das wäre mal ein allererster Schritt. Gleichzeitig hat Rheinmetall jetzt einen Plan, und zwar will Rheinmetall in der Türkei Panzer bauen. Widerspricht allen eigenen deutschen Exportkriterien, denn auch Rüstungstechnologie muss vom Bundessicherheitsrat beschlossen werden. Und da hat auch die CSU gestern im Auswärtigen Ausschuss gesagt, dass sie das nicht nachvollziehen. Es gibt eine Debatte, was passiert mit der in Incirlik stationierten Bundeswehr, wo nach wie vor Besuche vom Deutschen Bundestag massiv eingeschränkt bis hin unmöglich gemacht werden. Dann war Herr Şimşek, der stellvertretende Ministerpräsident, bei Herrn Schäuble und bei anderen Regierungsvertretern und hat gesagt, also die Türkei braucht jetzt Wirtschaftshilfe, weil die Wirtschaft da niederliegt. Da bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung gesagt hat, nein. Weil dass die Wirtschaft da niederliegt, dass der Tourismus da niederliegt, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die sich fragen, unter welchen Bedingungen sind sie eigentlich weiterhin bereit zu investieren oder dort auch tätig zu sein, hat ja nun genau auch mit der repressiven Politik von Erdogan zu tun. Das heißt nicht Nein zu einer Unterstützung, aber keine Unterstützung, die Erdogan und seine Regierung und seine Ideologie, seinen Versuch, die Türkei hin zu einer Autokratie, zu einer Präsidialautokratie, man könnte auch sagen Präsidialdiktatur, verändern. Es gibt, ich finde gut was, oder wir haben gesagt bei uns in der Fraktion und in der Partei, dass wir es gut finden, dass die EU-Kommission mit dem Kommissar Hahn sich sehr kritisch geäußert hat über Heranführungsmittel. Also Heranführungsmittel, das sind Mittel, die im Zusammenhang mit der EU-Beitrittsperspektive an die Beitrittskandidaten bezahlt werden. Die müssen aber natürlich der Demokratieförderung, der Rechtsstaatsförderung geschuldet sein. Und deswegen ist es richtig, wenn zivilgesellschaftliche Strukturen verboten werden, wenn Vereine verboten werden, wenn Institutionen, wenn Initiativen, wenn Organisationen, wenn Stiftungen eingeschränkt werden in ihrer Arbeit, dann kann es auch keine Herbeiführungsmittel geben. Noch einmal, das sagt nicht Aus und Schluss, sondern es sagt, sie werden verknüpft daran, dass es zivilgesellschaftliche Räume auch weiterhin gibt. Und dann gibt es ein Thema, und ich glaube, das hat wesentlich zu diesem lauten Schweigen der Kanzlerin, der Bundesregierung geführt und hat nicht nur den Eindruck gemacht, sondern faktisch zu einer Art Erpressungshaltung oder zu einem Erpressungspotenzial von Erdogan geführt. Und das ist dieses berühmt-berüchtigte Flüchtlingsabkommen. Wir sagen, natürlich muss
dieses Europa humanitäre Unterstützung und humanitäre Hilfe leisten in einem Land, das Türkei mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als die ganze Europäische Union zusammen. Was ich schändlich finde, dass die gesamte EU deutlich weniger aufgenommen hat als in der Türkei. Wir reden da, glaube ich, von 3,5 Millionen Menschen. Da sagen wir, selbstverständlich braucht es Unterstützung, selbstverständlich braucht es Hilfe für die Menschen, Schulzugang, Bildung. Hunderttausende Kinder haben diesen Zugang nach wie vor nicht. Viele Menschen leben auf der Straße. 400.000 etwa sind in Flüchtlingslagern untergebracht, aber die ganzen anderen eben nicht. Aber was wir ablehnen und wo wir sagen, wir wollen, dass dieser Deal aufgekündigt wird, dieser Flüchtlingsabwehrdeal aufgekündigt wird, weil der dieses Erpressungspotenzial hat, wissend, dass das dann bedeutet, dass natürlich die Europäische Union sich endlich mal selber ein eigenständiges eine Flüchtlingspolitik machen muss und zu einem eigenen, solidarischen und fairen Verfahren kommen kann. Die Voraussetzungen, die völkerrechtlichen Voraussetzungen sind überhaupt nicht für diesen Vertrag da. Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht allumfassend ratifiziert. Kann irgendjemand ernsthaft behaupten, die Türkei sei ein sicherer Drittstaat? Kann niemand. Unser de Maizière hat es getan in der Bundespressekonferenz, was zu schallendem Lachen geführt hat. Denn man kann es nicht behaupten. Man kann nicht die Realität umdefinieren in einem Land, in dem jeden Tag neue Fluchtursachen entstehen. Und das sehen wir ja, dass die Zahl der Asylbewerber, Bewerberinnen beantragen, bei uns hier massiv zunimmt, aus der Türkei kommend. Also die Voraussetzungen für ein Flüchtlingsabkommen von unserer Seite aus sind nicht gegeben und haben dazu geführt, dass man mit Kritik absolut still war, dass Frau Merkel eine Woche vor der Novemberwahl, in der Türkei zu Herrn Erdogan gefahren ist. Und ist interpretiert worden von vielen Demokraten in der Türkei, von Freunden, von Zivilgesellschaft, wie ein Kotau vor Erdogan, der das propagandistisch ausgenutzt hat. Also raus aus dieser Erpressung, rein zu einer humanitären Unterstützung, aber auch zu einer eigenen Flüchtlingspolitik, die nicht glaubt, man kann jetzt Abkommen schließen, wo übrigens das Türkei-Abkommen ja zu einem Modell für andere sein soll. Ich glaube, was sehr wichtig ist in der innenpolitischen Debatte, auch bei uns, mit einer AfD, mit Stimmen, die sagen, Türkei gehört nicht hierher, wir sind der Hort des christlichen Abendlandes, dass wir deswegen darauf bestehen, dass die Demokraten, die europäischen Kräfte, dass die rechtsstaatliche Türkei, dass die Menschen aus der Türkei selbstverständlich dieses Recht haben müssen, die europäische Perspektive für sich zu sehen und dass natürlich die Menschen türkischer Herkunft hier bei uns gleichberechtigte Zugänge brauchen und haben müssen und dass wir es nicht zulassen, dass jetzt über die Politik oder die Repression von Erdogan es eine Renaissance gibt vom antitürkischen Ressentiment, was es schon seit langer Zeit bei uns in unserem Land gibt. Das vielleicht in Kürze. Vielen Dank, Claudia. Ich würde jetzt gerne Perspektivenwechsel vornehmen und Frau Eralp fragen, wie aus Ihrer Sicht, welche Rolle aus Ihrer Sicht die deutsche und europäische Politik spielen kann und spielen sollte, mit Blick auf die politische Entwicklung in der Türkei selbst. Gibt es denn noch ernsthafte Hoffnungen auf Europa, auch in der demokratischen Zivilgesellschaft der Türkei? Oder haben Sie die inzwischen abgeschrieben und haben das Gefühl, dass Sie sich nur noch auf sich selbst verlassen können? I'll start from the end. There's a very vibrant civil society in Turkey still, as the results of the referendum showed. And we still have hope in Europe. What can Europe do? Given the
content of the constitution and executive presidency a la Turca, without having a centralization of power in one person, without having checks and balances, EU seems to have been left without any choice just to suspend the negotiations. But we know that if negotiations are suspended, hopefully if there would be a new democratic initiative in Turkey, then in order to restart the negotiations, the voting method is unanimity. And some countries in EU are unfortunately categorically against Turkey. They exclude Turkey on an identity basis, a culture basis. They wouldn't accept to reinitiate it. So, I mean, suspending the negotiations might seem to, from the EU's perspective, to leave that democratic-minded people alone in Turkey. EU shouldn't do that, but some people. And let me first say there are three viewpoints towards Turkey in EU. The first viewpoint is those people of those countries who are categorically against Turkey. They never accepted Turkey's full membership perspective, and they are using this current situation in Turkey as an excuse. The second viewpoint, they regard the relations with Turkey from a transactional point of view, from the viewpoint of realpolitik, and they don't pay attention. They have turned a blind eye to what is going on in Turkey just for the sake of, let me get, for the refugee deal. And there's a third viewpoint. These people have supported Turkey's accession right from the start, conditional upon Turkey's fulfillment of only membership conditions. And they are very critical about Turkey currently because of the backsliding in democracy, fundamental freedoms, etc. Well, I think we have to cooperate with the people who adopt the third viewpoint. I mean, there's a dilemma, as you mentioned in your opening speech. I mean, given the current state of democracy in Turkey, negotiations should be suspended. If they are not suspended, this would be a wrong signal for the other candidate countries like in Western Balkans. But if they are suspended, then would we lose hope, democratic-minded people in Turkey, about EU? Some people like Kati Piri suggest that the relations, and Johannes, and although they have different viewpoints, they suggest that relations can go on a transactional basis, like refugee deal, modernizing customs union, cooperating on security basis, and anti-terrorism. But I think in order to have a sound transactional relationship, there should be a mutual trust, mutual understanding of basic values, rule of law, and there's a rational way of thinking. And these people who support transactional relationship, like Kati Piri, say that maybe there would be political conditions, like for the moment, Turkey's main interest regarding relations with the EU, I'm talking about Turkish government, of course, is to modernize the customs union. They expect a lot from it. Turkish economy is in dire straits. So we have very strong economic relations with the EU, and modernizing the customs union is expected to accelerate, deepen these relationships. But maybe political conditionalities can be brought to the modernization of customs union. If I'm not wrong, European Parliament prepared an opinion. It's still a draft opinion for the Commission to initiate the negotiations. There should be political conditionality. This can help. Secondly, as you mentioned, financial funds to Turkey should be allocated mainly to the areas where the rule of law, freedom, the fundamental freedoms, democracy can be strengthened. Only they should be the channel to these areas. This is a way of doing that. And Turkey, I don't think Turkey can go for a total rupture with the EU, because as I mentioned, Turkey depends a lot. Turkish economy depends a lot on EU, mainly. Three-thirds of foreign direct investment comes from the EU, and without rule of law,
even direct investment might stop coming to Turkey. And given the current account deficit of Turkey that is increasing, we need a lot of foreign direct investment. So rule of law can be a condition on foreign direct investment, and not on a political sense. I mean, it's a necessity for foreign direct investment. Secondly, I mean, Turkey's standing in its own region depends a lot on Turkey's relations with the European Union. I mean, for a while, Turkey was a kind of source of inspiration for the Middle Eastern countries, and one of the main reasons is Turkey's relationship with the EU. So Turkey would lose its standing, and also, I think there are rational people, rational enough in Turkish government, who know that, I mean, Russia cannot be a real ally in Turkey, given the instability of the region, given what is, there are different interests in Syria. I think Turkey should know the fact that Russia is using Turkey against European Union, and I think there are people rational enough in the government who are aware of this fact. And Turkey, for its security, would need EU, would need NATO a lot, and these needs of Turkey can be used by the EU in order to support the democratic minded of people in Turkey. As you mentioned, I mean, the referendum result, and I agree with Claudia that the actual result of the referendum was a no vote, but it has been manipulated with the last minute decision of the Supreme Election Council. And this no vote showed to EU finally that Turkey is more than one. Turkey is more than Erdogan. And this opposition is not made up of one segment of society, people who are sharing different political views, people who have different ways of living, didn't accept to have a presidential authoritarian system. So I think if EU fails Turkey, this will be a bad example for the other candidate states, because this democratic backsliding in Turkey has started much earlier, as Gerrit Jenkins mentioned several times in what he wrote. It has started very earlier, and the main party to blame is Turkey, but EU has a role in this backsliding as well. Unfortunately, EU didn't adhere to its values in the accession process. It allowed some EU politicians to exclude Turkey on an identity basis. It allowed certain member states to unilaterally block some accession chapters without being based on any EU decision. And also EU afterwards, because of realpolitik, turned a blind eye over what is going on in the country. EU could have taken steps earlier. So EU has a role in what has happened in Turkey now. So we need EU, and I think EU needs to show to other countries, to EU has to show to its own people that people who accept, I don't want to refer to those values as EU values, I would like to refer to those values as universal values. EU has to show to other countries, to its own people, to its own citizens, that it can support those people who support universal values in their own country. So we still have hope in EU, okay. In short. Thank you very much. Thanks a lot. Ich würde gerne als nächsten Gareth Jenkins fragen, ob er zum einen diese Analyse teilt, die wir gerade gehört haben. Das war ja schon fast die Quadratur des Kreises. Also kein Abbruch der Beziehung, aber auch kein Business as usual. Sondern im Grunde ein normativer Ansatz, die wirtschaftlichen Verflechtungen vor allem zu nutzen als ein Hebel, um Druck in Richtung rechtsstaatlicher Prinzipien und seinen elementarer Freiheiten in der Türkei auszuüben. Also eine Verknüpfung von wirtschaftlichen Interessen mit politischen, demokratischen Standards. Halten Sie das für eine
sagen, erfolgversprechende Strategie? Und die zweite Frage, die ich gerne an Sie richten möchte als Außen- und Sicherheitspolitischer Experte. Wie denken Sie, wird sich diese Dimension der türkisch-europäischen Beziehungen entwickeln? Und welche Politik sollte die EU im Hinblick auf die Rolle der Türkei als Regionalmacht spielen? Okay, thank you very much. To address the first question first, I agree with all of the criticism and I agree that something has to be done, but there's a difference between being right and being effective. And I totally take the point about trying to help the rule of law, but if you look at what the EU has been doing in Turkey in recent years, they've been running programs for the police, getting them to respect human rights. I mean, I totally agree with many of the points that have been made, certainly the criticisms that have been made. And I think something has to change. We cannot go on, the EU cannot keep going on as if nothing is really changing in Turkey. But there's a difference between being right and being effective. If you're going to start talking about where you channel these funds into your increasing respect for the rule of law, how is that going to be done? The EU for many years has been training Turkish police, giving them human rights training. How has that worked out? The situation, I've been in Turkey since 1989, the situation in Turkey is not better now than it was when the EU began to give this human rights training. It may be better, it's arguable about whether it was better back in the early 1990s. So I think you have to be very careful about, you know, saying we're going to do this, going to have this conditionality, yes, but what are going to be the effects of that? It has to be very carefully thought through. The other thing I think is very important, and I think to a certain extent this is beginning to be understood now, is when you look at Erdogan, how he's using hostility towards the EU for his own domestic purposes. This actually puts a lot of NGOs, civil society, at risk in Turkey, if they're seen as being stooges of the EU. So again, I think there has to be a lot of care. You mentioned the Gezi Park protests. I've been very critical of all the things that going on in Turkey for a long time, but I do think the Gezi Park protests marked a turning point. And what you saw then was not Erdogan becoming an authoritarian. He's always been an authoritarian. But in his narrative, when up until that point, he was trying to broaden his support base in Turkish society. Since Gezi, he's been trying to hold on to power by turning one section of society against the other. These conspiracy theories that started with Gezi, the constant labeling of those who are opponents of his as being, you know, tools of foreign conspiracies, of being traitors to the country. We heard this a lot on the night of the 16th of April with supporters describing the 48.6% as traitors to their own country. He feeds on rhetoric from hostile rhetoric from outside. So again, this has to be very careful how you present this, because you could actually end up playing into his own hands. He's also always looking for an excuse to label Europeans as being Islamophobes. And anything that related, this is not about what's happening in Turkey, is not about Islam, it's not about religion, it's about authoritarianism. But again, the rhetoric has to be very, very careful. To be honest, I'm not very optimistic about what the EU can do to change things, to improve things in Turkey. But that's no reason not to try. But it has to be carefully thought through. Think of all of the consequences first. What may look right from this perspective, from a German perspective, from an EU perspective, might play out very differently inside Turkey. It might end up strengthening Erdogan. For me, it was very interesting watching the referendum campaign. The main opposition, CHP, who, to be honest, have been pretty hopeless the whole time I've been in Turkey, they actually did something quite clever this time. The leader, Kemal Kılıçdaroğlu, stopped attacking Erdogan personally. Erdogan had been relying on him, had been attacking him personally so he could retort, saying this guy's saying this about me, etc., etc.
And Erdogan began to run out of rhetoric. So again, with the public message that's being sent, I think you have to be very careful not to feed Erdogan. And of course, there has to be consistency. I think one of the biggest problems, and one of the main reasons the EU has lacked influence in Turkey in the last 12, 13 years, is this widespread assumption amongst Turks, it doesn't matter what we do, we're still not going to get in. So why bother? Once Turkey's, you'll be named as a potential candidate, that pledge has been given, that pledge should be honored. And that has to, I think, be made very, very clearly. Otherwise, how can you have influence? How can you say you've got to get your standards up to those of the EU so you can join? Well, you're not going to join anyway. On the security side, there are probably two main issues. One relates to the PKK. I must say immediately, I'm very much opposed to the PKK. I'm also very much opposed to the approach of the Turkish government to the Kurdish issue as a whole. But again, with what's happening in northern Syria, the YPG is mainly staffed by PKK veterans. Regardless of the morality of it, there's a certain irrationality against banning the PKK, putting it on the list in the EU of proscribed terrorist organizations, and then supporting an organization which is largely staffed by the PKK in Syria. You can say it's right or wrong to describe the PKK as a terrorist organization, but that's not logical. And that, again, plays right into Erdogan's hands. He can say, look, you're hypocrites. You're saying you ban them, and yet you're supporting them there. We've seen this incident a few days ago when, of course, Turkish planes bombed Syria. Maybe Stephen would know better than, or certainly will know better than I do. He might be able to throw some light on it, how much he thinks Erdogan was emboldened by Trump's effective endorsement of the referendum result, because previously Turkey was very cautious about going into Syria. That kind of thing, it's possible to put on pressure behind the scenes. Generally in Turkey, the security forces is in complete disarray. It's one of the very few armed forces in the world where you have more than twice as many planes as you do trained pilots, for example, because of the purges. The military is already struggling with the PKK. It struggled very much when it went into Syria in August last year. It's boxed in Syria, and these things, like these raids, the air raids we had, are mainly, I think, for domestic public consumption. There is an awareness, certainly amongst the military in Turkey, that it's not really going to change very much on the ground. It is possible to talk to Turkey, but it probably has to be done out of the public sphere, has to be done privately. Again, if you do it publicly, you'll play into Erdogan's hands. The other main area of security, of course, relates to the Islamist terrorist threat, the Islamist militants. It's a threat to everywhere. I live in Turkey, it's a threat to us. It's not just a threat to Europe. There is, of course, a huge amount of scope for cooperation, and I think it's very necessary. Get this kind of cooperation, of course, because it's mostly between intelligence services, by nature happens out of this public sphere. But again, it could, and I think probably already is, falling victim to a lot of these public political tensions which were being played out publicly. There's, I think, very important to try to form some kind of working relationship with Turkey on that, but the EU must be consistent. Must? Be consistent. Consistent. Thank you. Thank you very much. Stephen, jetzt aus einer amerikanischen Perspektive, wenn wir das, once again, from an American perspective, when we broaden the picture even more. What would be your expectation and your forecast concerning the policy of the new administration towards Turkey and the Erdogan government, given the strategic role of Turkey in the Middle East? And I would say the complete mess of American politics in the region,
losing its influence in Iraq, losing its influence then in Syria, losing Turkey as an ally. So is there any political approach, any idea of restarting the US politics towards Turkey in the region, which could have an impact? Yeah. I'm not the only one here who has to answer for our politics. Hey, how are you? Good. The other thing is, the two people with the hardest jobs here this evening are the simultaneous translators. And I noticed that some of you are availing yourselves to the English to German translation. I just want to say to the two people in the booth, I'm originally from the New York area, which means I speak very quickly. So if you lose me, just bang on that window. And I will do my best to slow down. That's happened to me before, and so I'm quite aware of it. So just please, just give me this sign. Now to Ross's question. Let me start by saying that there are three or four issues that are animating the discussion about Turkey in Washington today. The first is, and it's a political issue, it's not a policy issue, is the drip-drip of revelations of how deep President Trump's first national security advisor, General Michael Flynn, who was also the director of the Defense Intelligence Agency, how deeply involved and intertwined he was with Turkish front companies and lobbyists that also, by the way, have connections to Russian entities. And this is becoming a very, very big deal. And as actually we came into this room this evening, I got an alert on my phone, and I will tell you, as an American who lives in Washington, D.C., whenever I get an alert on my phone from the Washington Post, I don't think it's something like you've seen in Paris or Brussels or Istanbul. I'm always afraid of what the president has done next. And I got an alert on my phone that said that the investigators within the Pentagon are now going to be investigating General Flynn's connection Russians and Turks. So this is going to be an extraordinarily big political issue. Turkey is going to take a center stage in ways that it has never before taken a center stage in Washington. And that is going to maybe not impact the Trump administration, but it is certainly going to impact the Congress, without a doubt, even a Republican-controlled House and Senate, I think without a doubt. The second issue that's animating the discussion about Turkey is obviously the referendum. And generated a lot of discussion, a lot of intellectual production by the policy community writ large. And I will get back to that because I know a lot of people are interested in the phone call. But let me say the third issue, which is related to the phone call, is American operations in Syria and the expectation that as the spring and summer proceeds, operations against the Islamic State to take Raqqa will accelerate. I think that the Defense Secretary, James Mattis, has clearly signaled that we are in what he calls the annihilation phase of ISIS and that the administration is not going to be patient. Essentially, the president has given the U.S. military free rein to kill as many ISIS fighters in Raqqa and Mosul as possible with whatever means necessary. And you've seen an enormous increase in the use of American firepower. So this leads us to your question, what do we do? And I think that the administration, let me put it this way. I think the president of the United States has about five ideas about the world. Now that's not necessarily a terrible thing, but he has five ideas about the world that shape his thinking about the world. And the one that is directly related to Turkey is what he said on the campaign trail and has been consistent with and what I just described, and that is bombing the expletive
out of ISIS. And to the extent that the Turks have been ambivalent about becoming directly involved in this fight, has created tension in the relationship, enormous amount of tension in the latter part of the Obama administration that has carried over into the Trump administration. That is because when ISIS, as you all know, overran Mosul in June of 2014, then President Obama went around looking for allies in the region adjacent to the areas of operations, looking for partners. The Kurds raised their hands and were eager to join up with the United States, while Turkey, for its own reasons, some better than others, sat on the sideline. And that allowed the Pentagon, the U.S. Central Command, to develop a relationship with the YPG, and a good one by all measures. And this only added insult to injury on both sides of the divide. The U.S. Central Command, all of the people in those decision-making positions in the Central Command, were field commanders during the original invasion of Iraq in 2003. And they remember very much the Turkish Grand National Assembly's non-no vote, but no had the same effect as no. And of course, the Turks remember the instance where Turkish special forces were hooded and arrested and so on and so on. And this was yet another example of, quote unquote, Turks not acting like a NATO ally. So now, fast forward to what's happening now. We are continuing to work with the YPG. We are the only government in the world that makes a distinction between the YPG and the PKK. It is an absolute fiction that we try diplomatically to convince the Turks that there is a difference, and oh, by the way, the forces that we support are really 75% Arab and they're not Kurdistan, which we know is not really true. So what happened in the aftermath of the referendum, which I very much agree with Claudia, was essentially a no vote. But the White House, this was not, you know, when President Trump called President Erdogan, there was a lot of clothing rending going on in Washington, that the president was going on off half-cocked. He did, can you translate half-cocked into German? I don't know. The president was not thinking through the consequences of his actions, and that this was this was the wrong thing to do. When in fact, my understanding is this: they understood what happened in the referendum. President Erdogan had declared victory. State television declared victory. The Supreme Election Board declared victory. There was no way, no matter what evidence the opposition produced, there was no way a yes was going to turn into a no. Like the post-coup environment where the government embedded in the minds of Turks a certain narrative that large numbers of Turks believed, regardless of the quality of the evidence, they were doing the same exact thing in the immediate aftermath of the referendum, embedding with their core constituency that this was the most democratic referendum, that it was a clear yes vote, and only, I think President Erdogan used, only Helga, Hans, and someone else was critical of it. I think he meant you. In any event. So they said, we're not going to change this, but we are going to be accelerating our operations against ISIS in conjunction, in coalition with the YPG. We need to give Erdogan something in order to keep him, as we say in Washington, in his lane, to ensure that he does not undermine our interests as we continue to do this. So they thought perhaps if they gave him the international legitimacy of a successful referendum, it would keep him on the sidelines. What happened, of course, is he either completely misread it or took that, pocketed the phone call, and did what he was going to do anyway. And that's why we have Turkish forces bombing American allies, and an American ally bombing other American allies in Syria. There's a real danger here that an American soldier gets hurt in this. And what do we do? This is not something that we have ever contemplated. We have never contemplated that in an area of close combat like Syria, that a Turkish artillery round would kill an American soldier, and what would we do? My guess is at the moment, there would be more heat than light. That is to say, there would be a lot of huffing and puffing. It would further deteriorate relations between U.S. Central Command
and the Turkish government and Turkish forces, but we would continue to do what we're doing because, as I said, and I'll end on this, the president's primary goal as it relates to Turkey and the region is to annihilate ISIS. If you want good relations with the Trump administration, you have to sign up for that effort. So if the Turks would say, we're going to deploy 50,000 troops to go with American Special Forces operators and American and allied air forces and bomb the expletive out of Raqqa, in keeping with our long and infamous history of turning our backs on the Kurds, we would do that in 1 second. But that's unlikely to happen. So we are likely to be at loggerheads with the Turks. Beyond that, there is no sense of a policy on Turkey. I'm hard-pressed to figure out who's responsible for the Turkey policy in Washington right now. It is about ISIS. Whether the referendum was fair or not fair, the United States government is not going to hit Erdogan over the head on it, in the same way that President Obama wasn't going to hit Erdogan over the head, because we put ourselves in a position where we have become dependent upon the Turks. That may be changing. There is, and I'll really end. There is a conversation in the broader policy community about rethinking America's strategic ties with Turkey and what those ties mean and what they actually get us. Thank you. Thank you. Claudia, wie viele Minuten hast du noch? Okay, then please, go on. Schade, das ist wirklich blöd. Takeaway. What is the takeaway from? Das Erste will ich sagen, als ich in der Türkei war, eben die letzte Woche, gab es so eine Reaktion, ist klar, Trump ruft an und gratuliert. Wann ruft Putin an? Und das hat er dann ja auch gemacht. So. Fanden meine Freunde nicht gut. Ich will sagen, heute war Frau Merkel sehr klar. Also für ihre Verhältnisse war sie sehr, sehr deutlich. Sie hat das Referendum definitiv nicht legitimiert. Sie hat gesagt, man muss genau die OSZE-Berichte, man muss sie sehr ernst nehmen. Michael Link, der Leiter der OSZE-Delegation, sie hat gesagt, man muss die Kritik des Europarats sehr ernst nehmen. Also sie hat auf diplomatische Art und Weise gesagt, das war Beschiss. Und so würde ich sagen, aber es braucht eine Art von Neubemessung. Und es war für ihre Verhältnisse wirklich ein wichtiges Signal, weil, wie gesagt, sie war über Monate durchaus laut schweigend. Ich finde sehr, sehr, ich will ein paar Punkte nur kurz benennen. Ich glaube, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Vorsicht, Europäische Union oder Europa, jetzt nur mit dem Finger in die Türkei zu zeigen, sondern was ist eigentlich die eigene Mitverantwortung und, oder Mitschuld, dass es Fehlentwicklungen geben konnte. Und ich glaube tatsächlich, dass das Verhältnis EG, EWG, EU geprägt ist zur Türkei von einer unglaublichen Doppelbödigkeit. Über Jahre hat man die Türkei wirklich immer wieder versprochen, seit 1963. 1963 wurde gesagt, das Ziel ist die Vollmitgliedschaft. 63. Und dann hat unter Rot-Grün in der Bundesrepublik, also 98 bis 2005 war Rot-Grün, Joschka Fischer war Außenminister, wurde dann zum ersten Mal der eigentliche Beitrittsprozess gestartet. Und ich will mal sagen, vielleicht bin ich romantisch oder naiv, der wurde sehr ernsthaft geführt, weil wir immer argumentiert haben, dass ein wirklicher, ernsthafter, glaubwürdiger, respektvoller Beitrittsprozess auch rechtsstaatliche, demokratische Entwicklungen unterstützen kann. Dann kommt 2005, Regierungswechsel in Deutschland, Frau Merkel, Große Koalition, Sarkozy in Frankreich, dann wird aus der Beitrittsperspektive, die sogenannte
privilegierte Partnerschaft. Die war gar nichts. Das war eigentlich die rote Karte. Das war eigentlich das, ihr könnt euch, was du gesagt hast, ihr könnt euch anstrengen, wie ihr wollt. Wir erhöhen das Stöckchen immer. Und wenn sie was gemacht hat, dann hat man es wieder erhöht. Also deswegen sage ich, es gibt auch ein wirkliches Versagen von einer glaubwürdigen Politik der Europäischen Union gegenüber der Türkei. Auch die Zollunion am Anfang, da ging es hauptsächlich um Interessen der Europäischen Union. Da ging es gar nicht so sehr, Ali kann sich noch erinnern, wie wir darüber gestritten haben. Stimmen wir dazu oder nicht? Die Grünen haben der Zollunion damals nicht zugestimmt, weil wir gesagt haben, das ist überhaupt nicht im türkischen Sinn, sondern es geht immer nur um die Interessen der Europäischen Union. Das heißt, wenn wir wirklich wollen, die demokratische Zivilgesellschaft, die demokratischen Kräfte zu unterstützen, dann braucht es tatsächlich eine glaubwürdige Neubemessung auch der eigenen Politik in Deutschland und in Europa. Ich glaube, nochmal den Unterschied deutlich zu machen. Suspendierung ist was anderes als Abbruch. CSU, andere, auch Linke sagen Abbruch. Abbruch ist endgültig. Was du gesagt hast, weil um dann wieder neu zu beginnen, braucht es die Einstimmigkeit aller Mitgliedsländer, die wird es nie geben, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Wenn man jetzt aber sagt, angesichts dessen, was in der Türkei los ist, angesichts dessen, was Erdogan zu verantworten hat, wird sozusagen suspendiert oder sind die Beitrittsgespräche, Verhandlungen auf Eis gelegt. Man könnte auch den Artikel 5, das ist ja diese Suspendierung, die unterbricht, aber sie bricht nicht ab. Und das wäre ein wichtiger Schritt, um bei einer Veränderung wieder beginnen zu können, die sowohl in Europa schwierig vorstellbar ist, als auch in der Türkei, weil in der Zwischenzeit eben ganz viel an staatlichen Strukturen ja zerstört worden sind. Ich glaube, was du gesagt hast, teile ich natürlich auch sehr. Es kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt so, wir die großen mutigen Projekte auf den Weg bringen und mit dem oder eine Politik machen mit dem Erfolg, dass dann unsere Freunde in der Türkei ins Gefängnis gehen oder sozusagen noch mehr unter Druck kommen. Aber natürlich können wir überlegen, wie sieht die Unterstützung von Zivilgesellschaft aus? Wie sieht die Unterstützung aus über, was machen wir mit der Visumspolitik? Teilen wir, sagen wir ja, gerade jetzt soll es eine Visumserleichterung geben, bin ich absolut dafür. Sagen manche, spinnen sie, geht sie, sie interessieren sich nicht mehr für Menschenrechte. Sage ich, natürlich interessiere ich mich für Menschenrechte, aber ich will ja nicht eine Mauer errichten. Ich will, gerade jetzt sollen die Leute kommen, gerade jetzt soll es Austauschprogramme geben, gerade jetzt ist es richtig, wenn in Baden-Württemberg für universitären Bereich, für Dozentinnen, Studenten, Unilehrer, wenn da Möglichkeiten, Stipendien geschaffen werden. Gerade jetzt braucht es mehr an Kulturzusammenarbeit über Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austausch und. Gerade jetzt mehr, um die Zivilgesellschaft zu unterstützen, die Strukturen, die es gibt, zu unterstützen und um zu zeigen, wir vergessen euch nicht, denn Vergessen tötet. Zwei Punkte, die mir noch wichtig sind, was du gesagt hast, diese brutale Polarisierung. Mir ging das auch beim Gezi-Park, habe ich das auch so erlebt. Da fing Erdogan davon zu sprechen, wir und jene. Wir und jene gehören eigentlich nicht dazu. Diese totale Spaltung in der türkischen Gesellschaft. Und dieser lange Arm hat versucht, ja massiv auch bei uns, sich auszuwirken. Und machen wir uns nichts vor, wir haben auch bei uns in der türkischen Community oder Menschen, deren Wurzeln in der Türkei sind, genau auch solche Spaltungen. Zum Teil in den Familien, in große ich sag mal, da Brüche und Verwerfungen, die passiert sind in unserer Community hier in Deutschland, dem müssen wir was entgegensetzen, indem wir die Menschen ernst nehmen, indem wir nicht sagen, die passen hier nicht, die gehören hier nicht her, sondern sagen, jetzt erst recht auch dafür werben, für Demokratie. Und wenn man jetzt sagt, alle die für Erdogan waren, die sollen
nicht raus, oder die, die für die Todesstrafe sind, die sollen sofort das Land verwiesen werden, hat Sergej was Wunderbares gemacht. Hat er gesagt, ja, was machen wir dann mit den 25%, die in Deutschland für die Todesstrafe sind? Was machen wir dann mit den 1/3 der Jurastudenten, die für die Todesstrafe sind? Schmeißt man die dann auch alle raus? Also eher werben für unsere Idee einer Demokratie. Letzter Punkt, und das ist schade, dass ich da nicht weiter dabei sein kann jetzt, aber ich glaube, dieser militärische Angriff nicht nur auf Syrien, das Bombardement, sondern was wirklich besonders gefährlich und dramatisch ist, ist der Angriff auf den Nordirak. Nordirak ist ja noch relativ, sagen wir mal, noch so relativ stabil bei allen Verwerfungen, die es gibt, bei allen undemokratischen Geschichten, die da passieren, bei allen Konflikten, die zwischen PUK und KDP und Goran herrschen, aber es ist immer noch ein relativ stabiler Ort. Noch einmal, wir haben die Peschmerga unterstützt, ausgebildet, ausgerüstet, gab zwar Kontroversen, aber natürlich spielen die Peschmerga dort eine große Rolle, weil ich war ganz vor kurzem in der 20 Kilometer von Mosul entfernt, habe mit unterschiedlichen Peschmerga-Gruppen gesprochen, habe auch mit Bundeswehr und geredet. Und jetzt kommt dieser Angriff auf genau die, die von uns unterstützt werden, von NATO, von Deutschland unterstützt werden, mit Toten. Was bedeutet eigentlich dieses Engagement von Erdogan im Nordirak? Was bedeutet es für den Irak, der ja, wenn es dort zu einer weiteren, wie soll ich sagen, zu einem weiteren Auseinanderbrechen oder zu einer weiteren Gewalteskalation kommen würde, dann der Flächenbrand noch viel größer ist. Und wir haben Abgeordnete, Regierungsvertreter, Abgeordnete der unterschiedlichsten Parteien und Fraktionen im Parlament in Bagdad, und zwar wirklich aller unterschiedlicher, sei es der Schiiten, der Sunniten, der Kurden, haben gesagt, es kann nicht sein, wir haben uns alle dafür eingesetzt, dass Erdogan, dass sie sich da raushalten, dass die nicht glauben, sie könnten wesentlich militärische Aktivitäten unternehmen im Nordirak, weil das den Nordirak weiter auseinander treiben würde, anstatt zu versuchen, dort stabilere Verhältnisse hinzubekommen. Also die Rolle, die jetzt mit diesem Angriff oder die Gefahr, die dort ausgelöst worden ist, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen. Und da bräuchte es wirklich auch mal eine klarere Stellung von der NATO. So, und jetzt muss ich zum Präsidieren. Vielen Dank, Claudia. Jetzt aber. Ich würde gerne an unsere beiden Gäste aus der Türkei eine doppelte Frage stellen. Die erste, ich meine, wie erklären Sie sich den Rückhalt an Erdogans in etwa der Hälfte der türkischen Gesellschaft? Was ist Ihre Erklärung dafür? Also wenn man sagen ihn nicht mit übermenschlichen Fähigkeiten, Charisma, Demagogie und ja, also was sind die Motive, die er anspricht und die Unterstützung für ihn mobilisieren? Wir kennen einige Stichworte, sagen diese Verbindung, die er geschaffen hat zwischen islamischer Identität und großtürkischem Nationalismus. Aber was macht aus Ihrer Sicht die Stärke aus, weil wenn man das nicht versteht, kann man, glaube ich, auch keine zielgerichtete, sagen, Politik gegenüber Erdogan und der AKP entwickeln. Und die zweite Frage, die auch für das Design der deutschen europäischen Politik gegenüber der Türkei ja nicht ganz unwichtig ist, ist, wie stark und wie stabil ist dieses Regime eigentlich? Ja, es wirkt nach außen jetzt stark, weil es
verstanden hat, die Oppositionskräfte weitgehend auszuschalten, die Presse gleichzuschalten, die Justiz gleichzuschalten, das Militär unter Kontrolle zu bringen. Aber das sind ja reine Machtkategorien. Also politisch sieht es so aus, als würde Erdogan fest im Sattel sitzen. Aber wie stabil ist dieses Regime, wenn man etwa die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner Politik mit in Rechnung zieht und die tiefe Polarisierung der türkischen Gesellschaft? Also müssen wir uns sozusagen auf eine lange Phase der Herrschaft der AKP einstellen? Oder müssen wir uns eher auf eine krisenhafte Entwicklung sagen einstellen? I'll do my best to answer your difficult questions, because the first question you ask is the question we ask ourselves too. why Erdogan gets this much support? Oh, okay, I'll speak loud. First of all, to be fair to him, he empowered that part of the society that had been pushed aside for so long by radical secularists, let me say. Also, he has improved their daily lives, mainly the health system. He has facilitated, his government facilitated the access of the normal people to the health system easily. And although we nowadays maybe wrongly despise what happened, of course the infrastructure has been developed quite a lot. These are important issues. But if you look at the results of the last referendum, you will see that the areas who supported this authoritarian regime that was proposed by these constitutional amendments are mainly made of people who are less educated, more nationalist, and those are left outside of the vibrant economy. The three main towns, Ankara, Istanbul, and Izmir, it was expected from Izmir, but it was not expected from Istanbul to say no to this constitutional amendments. That was the town of Erdogan. Erdogan was could be able to get into politics via Istanbul. And not only Istanbul, Ankara, and Izmir, Antalya, Manisa, these were the towns where the mayors are from the AK Party. Unfortunately, the more pious, the less educated people started to support Erdogan, in addition to those people who get whose lives were improved through the lifetime of AKP in the government. This is why he is getting too much support, but as he is getting more authoritarian, the more educated, the middle-class conservatives started to oppose Erdogan. Maybe they would like him to be the president, they would support him as president, but they wouldn't support him as a dictator. This is changing. And your second question was... How strong? Again, I would refer to the results of the last referendum. The last referendum, if gave the signals of the relative or the potential instability of Erdogan's regime. The more authoritarian the regime, the more opposition would come from every front. And we neglect the fact that we have a very weak opposition in Turkey. We didn't have a powerful opposition. HDP was emerging as a powerful opposition. That's why 14 MPs, from including the chairpersons of the party, that's why they were imprisoned. That's why over 80
80 of the local governors of HDP are imprisoned. Most of their local and their municipalities are governed by trustees appointed by the government. That's why, because HDP was emerging as a powerful opposition. We were talking with Mark Pierini on our way here. Things started to change for Erdogan's regime stability. Back in 7th of June 2015, he felt threatened after the election results of 7th of June 2015. Then he, I'm not sure, but that's what I sense, creating chaos, creating instability in the country, he managed to win the elections. If we would have a strong opposition, I don't regard CHP as a strong opposition. If we have a strong opposition, together with the results of the current recent referendum, I don't think his regime would be that stable. I think he feels that too. That's why maybe you watched him on the night of the referendum. His face was not a happy face who has won a landslide victory. Mm-hmm. Gareth, any... Yes, I think on comments and thoughts about that. Mm. Yeah, why is Erdogan so popular? I mean, he was initially extraordinarily lucky. If you look at the history of the AK Party, it came to power really in a political vacuum after the economic collapse of 2001. The economy actually began to recover before the AK Party came to power, but Erdogan took a lot of credit for the economic recovery. Most of it was funded actually by foreign funds. You've got a huge increase in consumer spending. So people felt wealthier, even though in one way they actually weren't wealthier because it was borrowed money. As you said, I mean, you've got a completely hopeless opposition. HDP, Demirtas is probably the most effective, the main leader of the HDP have co-chairs. He's the most effective politician I've seen emerge in the last decade, but his appeal is always going to be marginal. So he's never going to be able to really rally the people against Erdogan. It was interesting for me in the AK Party's early years. I've been following Erdogan ever since he was a candidate for mayor of Istanbul. I'm not surprised how he's turned out, but he was able, of course, initially, because he was very frightened of the military, to pull back on what he really wanted to do. And he was relatively successful, and he was selling hope. When you look at the first elections, 2002, 2007, even 2011, he was talking about Turkey going forward. All these ideas about... Yes, and even abroad. I mean, the fascinating thing for me when I arrived in Turkey was that so many Turks seem to have a superiority complex and an inferiority complex at the same time. And one would come to the fore, and another one came to the fore. And even this complete, what's basically garbage about some kind of new Ottoman Empire, it actually played to the sense of, we're great again. We're not the sick man of Europe anymore. And he really did make Turks feel good about themselves. When, of course, in those early years, even though I've always disliked him, he was able to remain in power by democratic means. And as things have begun to collapse, he's now staying in power only by undemocratic means. When you look at his control over the media, we tend to focus on people we know or people we're familiar with who get put in prison. The majority of his support base never read newspapers. They take their news from the television. He has almost total control over that. And one of the things that's changed in the last year or so is that Erdogan has begun to try to control the media which don't really influence his support base. The classic example, sorry, is the Cumhuriyet opposition newspaper. None of his supporters read. But previously he was very clever at making sure that the message that got to his supporters was positive towards him. Since 2013 with the Gezi Park protests, he has also begun to be selling the politics of fear. One of the most depressing things for me in Turkey at the moment is that everybody's frightened of something. Erdogan's opponents were frightened of Erdogan. Erdogan's supporters are frightened of these foreign conspiracies. They genuinely believe it. As Stephen said about the failed coup last year,
You know, over 75% of the population believe not only that the Gulenists were behind it, but the CIA was behind the Gulenists. Yeah. So his control of this narrative and his ability to sell this fear has enabled him to stay in power. On the second question, I think he's weaker than I've seen him at any time. Again, because he's having to use so much repression to stay in power. The AK Party, I'm not a supporter of them in terms of their policies or their worldview, but their first administration did have some talented people in it. What we've seen now is that the ones who are around Erdogan are there for their loyalty rather than their ability. There's no institutionalization. This is very much a one-man regime. And for that reason, I think it's, by its very nature, got to be highly unstable. They used to have this expression in the States about, you know, the vice president being one heartbeat from president. I think with Erdogan, we're one heartbeat from chaos. Because if Erdogan goes tomorrow, even though somebody like me who dislikes him very intensely, I'm worried about what would happen. Because there's no structure there to take over. And I think from this position, the regime, yes, is very unstable. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde etwa. Ich würde gerne Ihnen noch die Gelegenheit geben, jedenfalls einigen aus dem Publikum, sich mit Fragen oder kurzen Kommentaren einzuschalten. Und wenn du erlaubst, Rebecca, ich würde dich gerne mal bitten, kurz über den Stand der Dinge im Europäischen Parlament zu sprechen. Haben wir ein Saalmikrofon? Otherwise you can take that. Ja. Rebecca Harms. Es ist eine ziemlich schwierige Frage, weil der Stand der Dinge in erster Linie einfach auch zu beschreiben ist als innerhalb des Parlaments zwischen den Fraktionen gibt es viele Debatten und der Prozess ist eher ein Suchender. Wir haben im Parlament, im Europäischen Parlament vor einiger Zeit eine Resolution verabschiedet, in der wir das erste Mal in der ganzen Geschichte der spannungsreichen Beziehungen der letzten Jahre als Europäisches Parlament mit einer sehr großen Mehrheit vorgeschlagen haben, wegen der innenpolitischen Entwicklungen, die alle die negativen Kriterien des Artikel 5 der europäischen Verträge mit der Türkei erfüllen, diese Verhandlungen, die Mitgliedschaftsverhandlungen einzufrieren. Nicht erst seit der Abstimmung, sondern schon seit der Entwicklung in der Türkei konsequent weg von der Rechtsstaatlichkeit, seit der systematischen Massenverfolgung, immer unter dem Vorzeichen Aufklärung des Coups, des gescheiterten Coups, aber seit der systematischen Massenverfolgung von Leuten, die entweder bezeichnet werden als Anhänger der Gülen-Bewegung oder als Anhänger der PKK, im Zweifelsfall auch als beides, wie Ali, der hier neben mir sitzt. Also seit dieser systematischen Massenverfolgung, der Massenentlassungen aus allen öffentlichen Institutionen, Festnahmen von Leuten, langfristigen Gefängnisstrafen ohne dass überhaupt ordentliche Anklage erhoben wird, ja, ist ja klar, dass der Weg der Türkei im Moment einer ist, der wegführt, ja, von der Europäischen Union und der Perspektive auf Mitgliedschaft. Wir haben bisher versucht zu vermeiden, eine wirkliche Unterbrechung der Verhandlungen mit dem, was man Suspendierung der Verhandlungen nennt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das durchzuhalten ist. Wer sich die aktuelle Auseinandersetzung zum Beispiel mit Viktor Orban in Ungarn anguckt,
der kann verfolgen, dass es für die Europäische Union sehr schwer ist, sogar innerhalb der Europäischen Union Rechtsstaatlichkeit und ein demokratisches System mit funktionierenden Institutionen, Checks and Balances, aufrechtzuerhalten. Ja? Also auch da beißen wir uns schon die Zähne dran aus. Gegenüber Viktor Orban fordern viele Abgeordnete des Europäischen Parlaments die Aktivierung des Artikel 7 der europäischen Verträge. Das würde bedeuten, die Ungarn verlieren ihre Stimmrechte innerhalb der Europäischen Union. Das ist quasi die Stufe vor dem Austritt oder dem Ausschluss. Wenn man sich das anguckt und dann sich überlegt, was in der Türkei passiert ist und wie die EU darauf reagieren soll, kann ich nur sagen, das ist nicht einfach, nicht zu suspendieren. Meine wichtigste Frage in dieser ganzen Auseinandersetzung, die hat sehr viel damit zu tun, dass ich mich frage, kann man auf diese Entwicklung in die Diktatur, die es im Moment ja ist, ja, kann man darauf Einfluss bekommen? Wenn jemand mir sagen kann, was der Weg ist, darauf Einfluss zu nehmen, bin ich sofort bereit, ja, offen zu diskutieren. Aber alle diejenigen, mit denen wir aus der Türkei diskutieren, und das sind viele, und die Debatten, die finden oft und intensiv statt, sagen eigentlich immer wieder, im Moment hat überhaupt niemand Einfluss auf Erdogan. Okay. Es gibt einen Bericht von Kati Piri, die vorhin angesprochen worden ist, mit Empfehlungen, der ist gestern als Entwurf veröffentlicht worden, findet man im Internet, wenn man Kati Piri eingibt. Das zeigt so ein bisschen den Stand der Debatte bei uns. Vielen Dank. Gibt es denn weitere Wortmeldungen? Bitte, hier der Herr auf der Seite. Stellen Sie sich kurz vor. Vielen Dank. Mein Name ist Born, ich war deutscher Botschafter in der Türkei. Meine Frage geht im Grunde genommen an alle. Einmal vielen Dank, teile also vieles, vieles, was gesagt wurde. Ein Wort zu Fethullah Gülen, zu dieser Organisation würde mich sehr interessieren. Wie wird es aus amerikanischer Sicht bewertet? Da sitzt der Mann ja. Wird er nicht ständig überwacht? All die Besucher, die bei ihm waren, die Erdogan ja nun zum Vorwand nimmt, auch durchzugreifen. Was sagt man aus amerikanischer Sicht, gut informierter Sicht dazu? Wie sehen es die türkischen Freunde selber, die eben gesprochen haben, die EU? Also da wäre ich an einer Meinung von jedem Einzelnen sehr interessiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Born. Sorry, das Licht ist so schlecht, habe ich nicht gleich erkannt. Weitere Fragen? Wir sammeln ein bisschen. Hello, my name is Fikran Altuntas. Thank you for the rich discussion, first of all. The stance by the US government on the Western Balkan has been very ambivalent, to put it mildly, and the situation of the European Union is very much known so far, and I would ask a question to Stephen, if I may ask, in how far does the relationship of the European Union and Turkey really decides itself in the Western Balkans, because as we all know, Turkey exerts a lot of influence in Serbia, in Bosnia, in Kosovo, in Albania, and there has been a shift in political, or a rise in political instability in the Balkans. And how far do we allow Turkey to exert their influence and to pose a threat to, of course, Russian influence in Serbia? I would just to hear the US government's position and maybe just talk about the situation on the Balkans, because that is, in my view, one of the key points in which the European Union will, develop itself in the future. Okay, and another statement or question. Okay, a short question. Malte Spielmann, I spent the last half year living in Turkey. To you, Mr. Jenkins, I read your paper on Ergenekon. I think it's a little bit older. So the name mostly mentioned talking about the Turkish government was Erdogan, of course, but still there have been some rumors about the trial, Ergenekon trial, being overturned and some dubious alliance maybe between nationalist fascist elites and the government. Maybe you could say something to that. Okay. And the last one.
I have a question to Mr. Cook. There has been periods in Ottoman Turkish history in which international relations very much determined what happened in the country. So like 1830s is such a decade, right before the First World War or right after the Second World War are such decades. Do you think that maybe we are in such a period right now again in Turkish history? And in this context, how the West, Western world, United States will settle the political issues with Russia, with, will also determine the position of Turkey and how the power constellation of international relations in Middle East will happen. And as a Turkish citizen, I would like to know your projections about the relations of West with Russia and how this might affect Turkey. Okay, so let's start with you. The Balkans and then Gulen, Balkans and then the Russians. What a triplet. What do Americans think about Fethullah Gulen? I'm not sure most Americans know who Fethullah Gulen is. I think there are a lot of people in Washington who didn't know who Fethullah Gulen was until the coup, or didn't know that they were somehow involved in one of his organizations until the coup, the failed coup, I should say. What I know about the current situation regarding his extradition is as follows. The Turkish government has issued 80 files of evidence that are now being reviewed by the Department of Justice, and then a judge will determine whether there is enough evidence to extradite him. One of the things that is important in an extradition is for the judge and the Department of Justice to certify that Mr. Gulen could get a fair trial in Turkey. I think that alone, regardless of the quality of the evidence that the Turks have provided, is going to keep Mr. Gulen in the United States. And I think that's perfectly fine with the Turkish government. The case that they're really worried about is the case of Reza Zarrab, which has now been thrown open to question because the U.S. attorney for the Southern District of New York, who had brought the case against Zarrab, has been fired, along with 45 other U.S. attorneys. So, and that is another domestic political intrigue in the United States related to Turkey, because the former mayor of New York City, Rudolph Giuliani, who is close to President Trump, is now on the defense team of Reza Zarrab. And it goes on and on and on. So we will be hearing a lot more about Turkey. It is extraordinary to me that the New York Times correspondent who covers the federal courts in New York City is writing stories about Turkey. Just a couple of them in the last couple of weeks, absolutely extraordinary. So that is really the issue, not so much Gulen. I think as far as Gulen's culpability in the coup, no one really knows. And I don't think anybody's really ever going to know. I think the working assumption is, of course there were Gulenists who were involved in the attempted coup. Whether Fethullah Gulen called them up, sent them a signal over Snapchat or whatever it was, I don't think anybody really knows or believes that that would be possible. As far as the Balkans go, I mean, you know, we certainly don't have enough time. What I do know is that officials from the Obama administration complained endlessly about Turkey undermining what the United States was trying to do in the Balkans. Endlessly complicated their lives. And this was a source of tension. We talk all about the Middle East being a tremendous source of tension for the United States and Turkey, but the Balkans was very quietly a problem for the United States, and that the U.S. diplomats worked all kinds of different ways to try to get around the Turks to try to get things done. The Balkans is not at all a priority for this administration, unless ISIS shows up in the Balkans, then it will be. I'm not kidding, and there's nothing wrong with the president having five basic ideas about the world. I mean, Ronald Reagan, they said, had three, and he was a fairly transformative president, and that's not a political statement. I think it's a statement of historical fact. So
I just don't know how things in the Balkans are going to shake out. Remember, the State Department has no staff. It's extraordinary. We're living in a world that we never experienced before, where there is really no U.S. government. There's one guy running the State Department, and 8 weeks ago, or 10, 12 weeks ago, he was running ExxonMobil. So nobody really is at home if you wanted to call up and say, hey, what's going on in the Balkans? I don't think anybody would really know. Now, finally, on the Russia thing, look, remember how, I'll just put it this way. The Russians see an opportunity in Turkey. And because the Obama administration wanted to have nothing to do with Syria, the Turkish government was forced to go to Moscow to seek ways to ensure its interest in Syria. But of course, the Russians being the Russians, my apologies to any Russian citizens here, the Russians being Russians, they're going to play both ends of the stick, because what Vladimir Putin is trying to do is to reestablish Russia as a significant power in the region, and he's got some people that are interested, including the Turks, even given the very difficult, long history. I don't think that that relationship can go very far for a variety of reasons, but don't underestimate the Russian willingness to explore and probe, trying to flip American allies in the same way that Americans sought to flip Soviet allies during a previous era. I don't see how either the United States or Russia is going to configure the Middle East like may have happened in the past. I think that the players in the region are ultimately going to be responsible for how the region is ordered. Clearly, Americans are not interested in ordering the region in the way in which we did between arguably March 1991 and March 2003. The bookends of two Iraq wars. Okay, thank you. Gareth? Okay, on the Gulenists and Genikon, and I presume you mean Doğu Perinçek with these Turkish ultranationalists, I have to be open about this. I've got personal with the Gulenists. They ran some very strong campaigns against me in 2009-2010. Thing about the Genikon investigation, it didn't stand alone. You could see there where there was a certain pattern that the Gulenists were using, and it wasn't just the people in the Gulen movement. Hello. Hey. It wasn't just the Genikon investigation, many other cases where they did the same thing. Turkish judicial system hadn't been perfect before. But for me, it was a real test case for the Turkish judicial system. There were these characteristics which for me was almost as distinctive as fingerprints, that you could see there was a single hand behind or some single organizational force behind it. One of the things they did was to produce prodigiously long indictments. The first two indictments were 4,500 pages long, of very bad Turkish. Third one is another 2,000 pages. And it's interesting that now Erdogan's doing the same thing with the cases against the Gulenists. But even though I've got personal with the Gulenists, because I had a lot of death threats, et cetera, against me as a result, what we're seeing now with the persecution of the Gulenists are people who are never involved in any of these crimes. It's very difficult to know how much Gulen gave the order for all of these cases. As far as I understand from within the movement, that some of the leaders in the movement meet with him on regular intervals, and he'll give them some vague instructions. To give an example of relate to the Western Balkans, he'll say something, let's do something more for education in the Western Balkans. And then the people who are responsible for the Western Balkans will go and find the money, the teachers, the talk to government, people in government to get the land, etc., etc. So it's very difficult to get a smoking gun coming from Gulen himself. If you have the misfortune to read a lot of his writings, you'll see he's not a very precise figure anyway. Very woolly, never very nice and cuddly feeling and emotion, but not much kind of intellectual sharpness there. So proving that he was being behind the coup, I think, is going to be very problematic. But what we are seeing is a persecution of a lot of Gulenists, people I don't like, but who are being persecuted for things they didn't do. And it's been very frightening for me to see the same pattern now being repeated by Erdogan's people as the Gulenists were doing in the past.
on Dome Perinçek, also they also wanted to kill me in 2003. I think the influence of Dome Perinçek and his people is exaggerated. They've of course flipped from being Maoist to being Kemalist to being Turkish ultra-nationalist. Very, very unreliable in terms of the ideological stance. Some of what they're saying now has a very strong Turkish nationalist element, and that's attractive to some people, but that doesn't mean the Perinçek people themselves are that influential. I think their numbers are very small, and I think ultimately their influence will be very small. You hear this a lot in Turkey at the moment, that Erdogan's allied now with the Perinçek people rather than the Gulenists. The Gulenists, for all of their faults, and this is one of their faults, were vastly powerful. They had spent decades building up their supporters, placing them in different positions in the state apparatus, building up a very strong support base in Turkish society. Perinçek has none of that. So even if Erdogan was to ally with him, he wouldn't be able to deliver to Erdogan what the Gulenists delivered to Erdogan when he had the alliance with the Gulenists. Thanks a lot, Nilgün. Thank you. I don't think I know about Gulen more than you do. I'm a retired bureaucrat. I used to work in the EU ministry when it was Secretary General for EU Affairs. I mean, now I hear that some of our colleagues were dismissed there, and I'm being told, you know, they were dismissed because they were Gulenists. I had no idea they were Gulenists. Of course, we worked very closely with the Ministry of Foreign Affairs. The internal regulation of the Ministry of Foreign Affairs were changed to facilitate the entrance exams. So now I'm being told that most of the Gulenists were employed during those easy exams. And that happened during the time when Davutoğlu was the minister. We just watched them as, how shall I say, outsiders. And I tried to listen to Gulen preaching in Samanyolu TV channel in order to understand what he was really saying. I have to confess, I never understood what he meant. It's all mystery to me. But as Garrett said, to my great surprise, now some people are being blamed as Gulenists, like peace petitioners. Those academicians are being dismissed because of being Gulenists, although they are leftists who are just dismissed because they signed the peace petition. And the greatest controversy, I think, can be personalized in the case of Ahmet Şık. Ahmet Şık wrote a book against Gulen, and he was imprisoned by Gulenists. And his book is being used as an evidence nowadays in the cases against Gulenists. And now he is imprisoned because of being a Gulenist. So, I mean, it's all a puzzle for me. Who is Gulen? What does he stand for? And why this contradiction, why this conflict appeared between AK Party and Gulenists? Maybe it's a power struggle as far as I could see it. Thanks a lot. Vielen Dank für diesen Abend. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich glaube, das war doch ein nicht nur informativer, sondern sehr nachdenklicher Diskussion mit einer Menge von Einsichten über die Situation in der Türkei, aber auch über die Handlungsmöglichkeiten, die Verbleibenden, die wir nicht großreden sollten, aber die wir nutzen sollten. Also ich denke, niemand hier im Raum hat ernsthaft die Vorstellung, dass jetzt die Europäische Union oder Berlin den großen Hebel hätte, um die innere Entwicklung der Türkei und auch ihre Außenpolitik fundamental zu verändern. Aber wir sollten alles tun, um zum einen die Unterstützung der demokratischen Zivilgesellschaft in der Türkei zu verstärken und die Verbindungen auszubauen, die es auf vielen Ebenen gibt, kulturell, wissenschaftlich, zwischen NGOs, auch wirtschaftlich. Und gleichzeitig, wenn es um Interessen geht des Regimes, seien es finanzielle, ökonomische oder sicherheits- und außenpolitische Interessen, nicht zurückzufallen in
eine zynische Realpolitik, sondern Interessenpolitik zu verbinden mit einer normativen Orientierung, mit dem Bestehen auf demokratischen Grundwerten, auf Rechtsstaatlichkeit. Ich denke, das ist das, was wir tun können. Und wir haben doch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich Verhältnisse sehr schnell ändern können. Also noch ist nicht aller Tage Abend, zumal die Entwicklung in der Türkei Teil einer sehr viel größeren Umwälzung ist in der gesamten Region, wo ich würde sagen, Elemente des 19. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts zusammenkommen, sondern die klassische Geopolitik, die langen Linien der Geopolitik mit völlig neuen Konstellationen. Und die Europäische Union wird gerade angesichts der betrüblichen Entwicklungen in den USA mehr tun müssen als bisher, um eine aktive Politik gegenüber dieser Region zu entwickeln. Also vielen Dank für Ihr Interesse und nochmal vielen Dank an Sie hier auf dem Podium und einen schönen Abend. Applaus